Diesmal ist die Tüte hier richtig voll. Ich habe wieder einiges aufgebraucht. Das letzte Video ist auch schon ein bisschen her. Und was da drin ist, ich bin selber gespannt. Vieles habe ich echt schon irgendwie verdrängt oder vergessen. Ich lege los nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Aufgebraucht-Video in diesem Jahr. Klingt irgendwie komisch, aber ist so. Ich möchte nicht lange drum herum reden. Wir gucken da rein. Und die meisten Sachen habe ich ja auch schon auf dem Kanal als Produkt vorgestellt. Es ist immer ganz cool, da abschließend nochmal irgendwie was dazu zu sagen. Der war echt gut als Shampoo, muss ich wirklich sagen. Das ist von Colibri. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist halt immer weiße. Weiße Sachen sind immer ein bisschen schwierig. Ne? Also den mochte ich echt gerne. Wird mir jetzt aber so auch nicht mehr nachkaufen, weil mir reicht einfach ein Öl. Ich bin absolut, Öl reicht bei mir. Und dann vielleicht noch irgendwie ein Mikrofasertuch oder ein Bambustuch. Und dann passt das. Und aber es war super, das Ding auszuprobieren, weil es war interessant für die Kopfhaut. Also ich mochte es total und meine Kopfhaut fand es auch richtig, richtig toll. Ich habe ja dieses Jahr einen riesengroßen Haul gemacht, wo jetzt doch dann schon einige Sachen leer gegangen sind. Also ich bin da immer ganz stolz auf mich. Gerade leer gemacht, ist aber schon ewig im Bad rumgestanden. So was kaufe ich mir jetzt erstmal nicht mehr nach, brauche ich nicht. Aber es ist für mir halt auch immer wichtig, meine Sachen aus dem Bad dann schon auch mal leer zu machen. Gott sei Dank ist es jetzt leer. Das Kräuterbad Lavendel ist solide, habe ich mir eine Zeit lang regelmäßig geholt. Ich brauche es jetzt einfach nicht mehr. Dann habe ich leer bekommen, Gott sei Dank. Damit bin ich nämlich nicht ganz so gut zurechtgekommen. Ist dieses Serum von Face Theory, das da. Also an sich ist es eine gute Sache, weil es ist eben Q10 drin und deswegen wollte ich das einfach auch testen, obwohl es halt schwere Öle hat. Vielleicht ist es ja was für euch sozusagen und ich denke eher, ist es so für Leute, die eher eine trockene Haut haben, die so ein bisschen mehr Pflege gebrauchen können, da sind solche Öle besser. Bei mir no way. Ich habe es eine Zeit lang morgens probiert, das ging gar nicht. Dann habe ich es noch abends angewendet. Und Gott sei Dank ist es leer. Aber es hat schon sein Geld gekostet und sowas sollte dann nach Möglichkeiten nicht kippen. Leer gemacht habe ich auch, würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Ich fand die vom Geschmack her nicht gut. Das ist diese Alverde Zahncreme 5 in 1 Nanaminze. Die habe ich mir gekauft als meine ganzen Zahncremes eigentlich. Die, wo ich sonst so hingreife im DM, die waren nicht da, also habe ich mir die geholt. Ich mag die einfach nicht. Auch leer gemacht habe ich mir zweimal gekauft in dem Jahr. Ich fand die nicht schlecht, aber ich bin jetzt wieder komplett weg von Augencreme. Ich brauche das einfach nicht. Ich hebe immer die Packung auf, gerade zum Vorstellen oder so ist es gar nicht schlecht. Es ist einfach klasse, dass es immer mehr Produkte in der Drogerie gibt, die nicht parfümiert sind. Und gerade vereinzelt eben gibt es das auch bei der Naturkosmetik, die halt immer voll gepumpt ist mit Duftstoffen. Und da bin ich ganz happy drüber. Erst vor kurzem leer gemacht. Das hatte ich auch in Dauergebrauch, also selbst morgens und abends angewendet. AHA PHA Cleanser von No. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich fand den gut. Ich fand den anfänglich nicht so gut, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, das hat so ein bisschen ausgetrocknet. Und erst nach einer Weile habe ich bemerkt, aber ich habe es zweimal am Tag verwendet, jemand, der darauf reagiert, der kann das nicht machen, weil der kriegt sofort gereizte Haut. Aber ich habe es zweimal am Tag angewendet. Ich konnte das. Erst dann habe ich bemerkt, dass sich meine Haut so ein bisschen beruhigt hat. Ich habe jetzt weniger Pickel als mehr so verstopfte Poren und so. Also es ist so ein bisschen Unruhe auf meiner Haut.
Und das hat das ganz gut in den Griff bekommen. Würde ich mir so aber trotzdem nicht mehr nachkaufen. Mir reicht ein normales Waschgel, zum Beispiel von Balea. Da greife ich dann lieber zu den Serien von NO und die mag ich richtig gern. Auch leer gemacht, das ist aber aus dem Sortiment gegangen und da haben sie jetzt auch ein neues. Da greife ich dann im nächsten Jahr mal zu. Das ist das Hyaluron. Ich mochte das total gerne. Ich habe das sogar eine Zeit lang dann so ein bisschen aufgehoben und auf die Seite gestellt. Sollte man mit Pflegeprodukten nie machen, weil die kosten ihr Geld und deswegen solltet ihr es auch aufbrauchen. Weniger ist dann mehr. Bezieht euch nur auf eins oder maximal zwei Produkte dann und macht die Sachen dann auch leer. Ja, und ich bin ganz froh, dass es leer ist. Ah, da ist noch ein Produkt. Das sind schon drei Produkte leer von der Bestellung. Das Retinol, das mochte ich echt mega, mega gerne an diesen Verpackungen. Das hat immer so ein bisschen das Problem, das Weiß. Ne? Hier seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Im Grunde sehen die Verpackungen ja eigentlich alle gleich aus, außer die von Leon. Und das mochte ich echt gerne. Es hat natürlich seinen Preis gekostet, aber es war toll, es war echt toll. Es hat mir ein paar Monate gehalten und es ist natürlich, wie gesagt, immer gut, dass die Sachen dann auch leer gehen. Auch wenn man so ein bisschen dann bei so besseren Sachen so ein bisschen die Angewohnheit hat, dass man dann sagt, ah, ich will mir das noch ein bisschen aufheben. Aber das ist nie toll. Ich habe tatsächlich auch Produkte, die ich wegschmeißen werde, wie hier das Castor Oil. Ich nutze das einfach nicht mehr. Muss ich zugeben, ich habe jetzt ein paar Mal probiert, das irgendwie einzubauen und ich nutze es einfach nicht mehr. Es wird ja auch nicht nachgekauft. Es war vorher ein Teil von mir. Ich habe Mandelöl und Castor Oil zusammengemischt und habe damit mir mein Gesicht gewaschen. Inzwischen verwende ich ja die Öle von Balea oder von Rossmann. Auch leer gegangen ist von Larif das Inflame. Na, komm raus, ich will nicht. Deckel ist schon so ein bisschen ausgeleiert. Das habe ich dann auch vorgestellt. Das hat mich relativ lange begleitet. Ich mochte es trotzdem. Auch wenn so die Stärke von dem Parfum einfach nicht so gegeben war, stelle ich die trotzdem immer wieder gerne vor, weil die kann man halt ganz einfach im DM, Rossmann, Müller, Kaufland gibt es glaube ich auch, kaufen. Das ist halt echt nicht schlecht. Ja, ab und zu gibt es halt eben auch noch so Sorten oder Produkte von Larif, die findest du halt nicht überall. Den mochte ich gar nicht. Der hat nach Plastik gestunken. Das hält Leute fern von Produkten, die unbeduftet sind. Sie sollten halt nicht nach Plastik stinken. Ne? Es hat gerochen, wie als würde die Packung abfärben. Aber ich glaube, das sind halt einfach die Inhaltsstoffe von dem Produkt selber gewesen. Würde ich mir so nie nachkaufen. Hat auch nicht geschafft in einem Video. Nee. Mein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsprodukt, aber leider leer. Ich bin gerade, denke ich mir so, ah, ich habe es nicht mehr da. Ich würde es aber für ein Video noch brauchen, die Packung. Die hebe ich mir, glaube ich, tatsächlich auf. Das habe ich zweimal in diesem Jahr aufgebraucht. Ich werde mir das im neuen Jahr wieder kaufen, weil das ist echt mega gut. Ich mag das total. Und es kostet halt 4,99 € und hat mit Age nichts zu tun. Auch leer gegangen zum dritten Mal ist mein Trockenshampoo. Ich habe das mir jetzt schon nachgekauft und war schon wieder in Gebrauch. Die gibt es tatsächlich, habe ich gesehen, bei Rossmann im Online-Shop. Hat sie DM auch? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, der Rossmann hat es auf jeden Fall. Ich habe es aus meinem Unverpacktladen. Das ist eine Pappe-Verpackung. Dann habe ich auch leer gemacht, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, die Zahncreme von Rossmann. Die ist auch nicht mein Favorit. Es gibt eine im DM, die ist mein absoluter Favorit. Die schmeckt einfach auch relativ lange nach im Mund. Die werde ich mir auch wiederholen.
Die hat es nicht näher geschafft, aber ist okay trotzdem. Ah, da habe ich tatsächlich noch mal eins. Ups. Stimmt, ich hatte da ewig lang zwei offen, die ich dann leer gemacht habe. Aber es ist trotzdem, das ist Nummer 4. Oder nee, das ist das dritte. Das ist Nummer 3, was ich in Verwendung hatte. Ich hatte zwei gleichzeitig, weil das nach was anderem riecht. Das ist ein anderer, da ist ein anderer Duft dran. Und das ist vielleicht für die Haare, wenn man ein bisschen Trockenshampoo reingibt, gar nicht schlecht, wenn so ein bisschen anderer Geruch mitspielt. Aber ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass das relativ wurscht ist. Auch leer gemacht und nicht mehr nachgekauft, weil ich habe jetzt einfach eine andere Creme von Rossmann, ist die Körperbutter. Ich gehe immer mehr in die Richtung unbeduftet und nur wenn ich halt gezielt irgendwo einen Duft auftragen möchte, dann ist es halt Parfum. Und die mochte ich eine ganze Zeit lang echt gerne. Die letzte Packung ist mir gekippt. Die habe ich Gott sei Dank leer bekommen. Habe ich auch oft für die Hände verwendet. Aber mein Go-To auch für die Hände ist halt die Isanamed Körpermilch mit 10% Urea. Die ist halt einfach mega, mega gut. Ich habe vom Hautarzt eine Salbe verschrieben bekommen. Die war lustigerweise in so einem Ding drin, aber die hat halt mega viel gekostet. Ich glaube 30 Euro habe ich gezahlt oder so. Aber die war sehr, sehr effektiv, weil ich immer mal wieder mit Pilzinfektionen auf der Haut zu tun hatte. Ich würde sie mir sogar noch mal verschreiben lassen, aber ich versuche es jetzt gerade mit was Standardmäßigem aus der Apotheke. Auch nicht schlecht, ne? Ich habe tatsächlich auch eine Duftprobe. Das war ein Laris-Duft, den ich tatsächlich leer bekommen habe. Die 152, genau. Habe ich in groß. Und ich glaube, das ist mehr ausgelaufen als leer gegangen. Ah, das sind noch mal zwei. Hey, das sind mehrere sogar. Ah, die zwei tue ich weg, weil ich sie einfach nicht verwende. Das sind Proben, die ich mal von Wolkenseifen gekriegt habe. Und die Düfte funktionieren für mich nicht hundertprozentig. Also weg damit. Das habe ich aber leer gemacht von Divine. Das werde ich im nächsten Jahr, Februar, dann mal vorstellen. Da habe ich mir Düfte bestellt. Das war einer der Düfte, die ich gekauft habe. Du sollst erstmal die verwenden, bevor du deine Packung aufmachst von dem Duft. Weil dann hast du die Möglichkeit, den Duft wieder zurückzuschicken. War für mich jetzt klar, dass ich es behalten werde. Bestes Waschstück ever. Ich mag die mehr als die von Balea. Sind aber auch beduftet. Finde es immer schade, dass sie da einen Duft reinpacken. Das würde ohne gehen. Ist leicht beduftet, also mild beduftet. Das ist okay. Verwende ich schon. Habe ich, glaube schon das dritte oder das vierte Waschstück jetzt verwendet. Wird immer wieder nachgekauft. Dann, da habe ich tatsächlich noch ein ganz kleines Stück, das war eine Seife, ein Shampoo, was ich bei Ecoverde bestellt habe. War auf der Kopfhaut auch ganz angenehm, arbeitet mit Inhaltsstoffen, die für die Bakterien auf deiner Haut positiv sind. Und dadurch wachsen die positiven Bakterien. Und würde ich mir jetzt so nicht mehr nachkaufen, aber ich fand halt wirklich diese quadratische Form von dem Shampoo fand ich mega geschickt. Jetzt stellt es nicht mehr scharf. Ich fand es mega, mega geschickt. Nachkaufen würde ich es mir nicht und ich bin jetzt auch eher wieder ein flüssiges Shampoo zu verwenden, weil bei diesen festen Shampoos ist es halt immer so, die trocknen halt schon sehr stark aus. Und dadurch fettet meine Kopfhaut extrem nach. Oder sie sind halt mit zu vielen Pflegestoffen. Ich habe da ein bisschen Probleme, habe ich gemerkt. Und meine Haare sind zwar jetzt auch wieder so ein bisschen strähnig, aber ich habe da mehr Probleme, wenn ich irgendwie feste Shampoos und Spülung verwende, anstatt ich irgendwie ein flüssiges Shampoo ohne Spülung verwende. Funktioniert für mich besser. Leer gegangen ist tatsächlich auch, den habe ich schon ganz lange gehabt, das ist ein Deo-Probe von was war es nochmal?
nicht Wolkenseifen, sondern, boah, wie heißen die jetzt nochmal? Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Sauberkunst, genau, von Sauberkunst. Habe ich mir mal so eine Probe bestellt. Das hat echt mega gut gerochen. Ich habe das nur nicht mehr in groß gekriegt. Das war schade. So, ich dachte, das ist irgendwie mehr. Gott sei Dank ist es nicht mehr. Das war das letzte Video in diesem Jahr, dieser Art. Also ich werde jetzt natürlich über die Jahre, über das Jahr hinweg wieder neu sammeln und mal gucken, was dann so zusammenkommt. Aber es ist schön zu sehen, dass meine Produkte, die ich jetzt verwende, halt gezielt ausgesucht sind. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Denk daran, gib gerne einen Daumen nach oben und wenn wir uns in den Kommentaren wiedersehen, würde ich mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.